dieses Gerät, was Sie dort mitgebracht haben, das ist schon so ein erster Schritt in die Richtung. Was kann man damit machen? Also, wenn Sie dieses Gerät aufsetzen und dieses Gerät so ungefähr eine Stunde trainieren, dann bitte, gern, dann steuern Sie damit anders herum. Das muss, ja, genau das so. Muss nach hinten. Das muss nach hinten. Damit es noch dümmer aussieht, dann, quasi. Ja, sieht noch ein bisschen schräg aus. Ja. Sie steuern damit durch Ihre Gedanken einen Computer. Mhm. Das heißt, dieses Gerät erkennt den Gedanken, den Sie gerade denken, ohne dass Sie irgendwas anderes tun. Mhm. Und dann geht der Cursor nach links, nach rechts und so weiter. Menschen, die das benutzen, steuern heute schon Computerspiele. Mhm. Es gibt in Flugsimulatoren Piloten, die damit Flugzeuge starten lassen, landen lassen. Also alles, was... Also es erkennt meine Gedankenmuster. Also wenn ich jetzt links denke, dann würde dieses Gerät das erkennen. Genau, das erkennt. Okay, also ist das ein Entwicklungsstatus oder ist das wirklich schon... Also würden Sie ein Flugzeug damit fliegen? Naja, also es ist Entwicklungsstatus, wobei es ist jetzt nicht irgendwie Millionen Euro schwer, sondern das kostet weniger als Ihr Handy. Okay. Das heißt, es kann auch schon jeder, früher dachten wir, das gibt es nur für Millionen Euro und man muss es irgendwie jahrelang trainieren. Nee, das trainieren Sie eine Stunde und es kostet wenig. Und es gibt Patente, die behaupten, dass Sie das, was da passiert durch die Sensoren, ja, was ein bisschen komisch aussieht, zugegeben, auch durch die Luft geht, wenn der Abstand nicht mehr als ein Meter ist. Das heißt, man könnte das irgendwann in Zukunft einfach auch so messen und spüren. Setzen Sie sich in Ihr Auto, schauen mal nach oben, ob da in einem Meter was ist, wo man Sensoren einbauen kann. Und dann und damit verändert sich natürlich unser Verständnis von Computern und Daten, weil plötzlich werten die Computer nicht mehr nur Daten aus wie, was weiß ich, Adresse und Name und irgendwas oder der Ort, also ich bin jetzt gerade hier und rede gerade darüber, sondern sie werten menschliche Emotionen aus und einfache menschliche Gedanken.